Hallo zusammen, heute gucken wir uns folgenden Bausatz an, und zwar normalerweise hat der Touch Air ja die Knopfzelle. Die ist nämlich relativ schnell ja leer. Warum kann man sowas nicht machen mit Mikrozellen, wie bei dem Touch Pure zum Beispiel? Mikrozellen heißt AAA-Batterien. Ne? Und dazu haben wir jetzt einen Bausatz. Und den zeige ich euch, wie man den zusammenlötet und wie man den einbaut. So, als erstes packen wir den mal aus. Diesen Bausatz Knopfzellenadapter, den kennen ja einige von euch schon. Wahrscheinlich auch die, die ihn bisher bestellt haben. Diesen Bausatz hier, die gibt es ja schon seit 2 Wochen im Shop. Jetzt muss ich mal dringend mein Video zu drehen, für die, die es nicht wissen, wie es geht. Das zeige ich euch jetzt gleich. Hier ist der Rahmen mit dem Halter hinten dran. Und dafür muss man natürlich den Originalrahmen vom Touch machen. Mal weg. Baut den dann später in die Wand ein, mit dem allem drum und dran. Und kann dann jederzeit an den Touch drankommen. So, jetzt machen wir den nochmal ab hier. So. Das haben wir gedruckt aus ASA, weil sie sehr stabil und robust. Ne? So, jetzt machen wir die Kabelchen hier mal raus. Wir brauchen Lötstation, die ist schon an. 93 Grad. Bleifreies Lötzinn. So, hier ist der Batterieadapter. Den löten wir später an. Fangen wir jetzt erstmal an wieder mit unserem Knopfzellenadapter. So, was haben wir hier? Hier haben wir ein Schleifpapier, haben wir einen Kupferring, eine Messingplatte, 2 Kunststoffteile und 2 Kabel, um die Knopfzelle nachzubauen oder den Adapter nachzubauen. So, so als erstes tun wir hier bei dem Messingteil hier die Oberfläche, da wird das Schleifpapier da, mal hier oben ein bisschen anschleifen. In den Bereich des Loches. So. Dass wir da auch löten können. So. Und zwar ist bei einer Knopfzelle das untere ist der Minus. So. Bedeutet, wir schieben das jetzt hier hinten durch. So. Oder machen wir anders? Vielleicht einfacher. So, wir löten das jetzt an. Ich habe es auch schon mehrfach gemacht, aber bei so vielen Bausätzen muss man sich immer überlegen, wie war es beim, wie haben wir es letztes Mal gemacht. Weil ich ja immer die Dinger, natürlich, wenn man die entwickelt, natürlich immer mehrfach bauen muss, um zu testen, wie es am besten geht. Oder was für Varianten es gibt. So, das sind die beiden vorne verzinnt. So. Jetzt schieben wir den hier durch. So leicht durch nur, dass man den, dass man hinten keinen Mantel mit reinzieht. Ne? So. Man legt die hier hin. So. Und dann lötet man. Einfach hier oben das bisschen warm machen, ein bisschen Lötzinn dran. Löten wir das hier auf diese Kupfer, auf diese Messingplatte mit auf. Ne? So. Ein bisschen Hitze in die Platte reinbringen, klar. So, und dann möglichst dünn. Deshalb auch noch mal ein bisschen abziehen oben drüber. Weil das sonst ja stören würde. So. Und bei dem Kupferring auch ein bisschen anschleifen. So. Da machen wir jetzt auf den Kupferring erstmal einen kleinen Punkt drauf. Muss ich auch ein bisschen Hitze reinbringen, klar. Weil der Ring nimmt natürlich viel Wärme weg. Ne? So, zack. Und da löten wir jetzt auch so seitlich das an, dass in der Mitte auf jeden Fall nichts übersteht. Ne? So, und auch möglichst flach wieder löten. Ne? So. Festhalten, bis es hart ist. So.
dann, das ist auch ziemlich warm jetzt, ne? Aufpassen mit den Flossen, schiebt man hier durch, ist der Minus, ne? Der braune. So, hier unten drauf haben wir so einen Klebestreifen vorbereitet, doppelseitig. Den zieht man ab. Guckt, dass das Loch hier so genau beim Loch ist. So, und dann hier draufkleben. So. Dann beim Plus durch das Löchelchen hier durchfädeln. So. Und dann hier bis zum Anschlag hier ziehen. Ja. Und dann hier reinlegen, festdrücken. Und dann ist hier bei der Platte hier so eine flach abgeflachte Stelle hier vorne. Die vorne an Rand. Genau, gucken, dass die mittig liegt so. Und dann klack, klack, klack. Adapter drauf. Und schon ist der fertig. So, dann die beiden Enden hier abisolieren. So. Und jetzt ein bisschen aufgespleißt, ein bisschen zusammendrehen. So. Jetzt mal den hier löten. Auch ein bisschen. Ein bisschen Lötzinn am Lötkolben, unten drunter halten und von oben drauf, dass das überall schön zwischen die Drähte fließt. So. Und hierbei genauso. So, hier haben wir den Adapter. Die Laschen hier. So. Kann man ja eine bisschen zur Mitte mal lassen die drehen. So, nochmal den hier ein bisschen. Ah, mit Gewalt geht's. Manchmal geht's ein bisschen schwerer. Die letzten, den ich gelötet habe, ging es ein bisschen leichter. Dass die so ein bisschen so schräg nach unten stehen. So. Das nicht oben rausgucken. So, und jetzt kann man ja bei dem Adapter gucken. Da ist ein Plus gemalt da drin. Das wäre die Fahne hier vorne. Aber du machst da gerade ein bisschen Lötzinn dran. Ja. Das heißt, hier vorne kommt die Plusfahne dran. So. Auch flach löten, dass nicht so viel übersteht. So. Aber ich kann schon ein bisschen weiter nach vorne löten, weil sonst ist die Isolierung so weit oben. So, da ein bisschen weiter nach vorne. So. Hoppla. Ich hätte ein bisschen länger warten müssen. So, warten, bis es hart ist. So. Und dann der Minus. Natürlich hier neben. So. Jetzt haben wir es hier eingebaut. Und jetzt kann das hier in diesen Adapter eingebaut werden. So, da oben rein. Ein bisschen drücken. Flupp. Schon ist das hier fertig. So, jetzt kann man nämlich den Touch hier und guckt dann, dass hier vorne, wo die Kupfer, das Kupferscheibchen ist, dass das jetzt praktisch hier vorne in die Richtung geht, so einlegen, ja. Und dann ein bisschen nach hinten drücken, so. Flupp, und schon ist das wie eine Knopfzelle eingebaut. Und jetzt kann man dann hier die Batterien einlegen. So.
Batterie drin. Und jetzt kann man auch hier sehen, könnt ihr das so sehen hier, hier blinkt er jetzt, dass er lernwillig ist. Ne? So, das sind AAA, also Mikrobatterien. Ne? Wenn die Batterie jetzt hier wieder rausholen will, ne? Kann man das jederzeit. So, und jetzt zeige ich euch mal den nochmal, wie wir den dann praktisch schraubt man so auf die Abzweigdose drauf. Da sind ja überall hier die ganzen Dinger drin hier zum Festschrauben. Ne? Oder kann auch die Wand aufschrauben, wenn man irgendwo so eine Ausbuchtung macht oder sowas. So, dann legen wir wieder die Batterien erstmal gerade rein. Da zeige ich euch das gerade mal. Manchmal ist es auch eher, wie dick der Lötpunkt hinten ist, dass das sehr stramm geht. Deshalb den Lötpunkt so dünn wie möglich hinten machen. So, ich habe ihn jetzt etwas strammer. Ne? So. Und wenn das mal ein bisschen hier, lieber, ich habe eben mal beim Test, dass es nicht richtig geblinkt, dass es nicht anfängt zu blinken, dann kann das sein, dass die Batterie nicht richtig drin liegt. Ne? So. Jetzt machen wir den Trick hier, weil wir ja gerade den vergessen haben, eben den Rahmen drum zu machen. So. Und dann kann man nämlich hier die Kabel hier, die kann man dann schön hinten in der Dose oder sonst so verschwinden lassen. Hier neben sind so Vertiefungen drin hier, dass man auf jeden Fall Platz hat für die Kabel. So, man kann die auch kürzen, wenn die auch kürzer machen können, wenn man wollte. Aber wenn man so rausnimmt, dass man sie direkt auseinanderreißt. So, und schon kann man den dann jetzt hier klack, 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 wie ganz normal den Touch einbauen. Und schon ist er startklar und man hat eine längere Haltbarkeit und kann auch einfach die Batterie wechseln. Weil AAA-Batterien hat man eher auf Lager als eine Knopfzelle. Und wie ihr seht, ganz schnell zusammengelötet, einfacher Bausatz und natürlich im Shop verfügbar. Ja, warum laufen eigentlich nicht alle Drucker, haben gewisse eben schon beim Anfang schon welche gedacht. Ganz einfach wegen Hintergrundgeräuschen, wenn ich jetzt hier die Lötvideos und sowas mache. Deshalb laufen nur gerade ein paar Stück. Immer wenn die so fertig sind, räume ich sie gerade ab und dann mache ich da weiter, bevor ich es neu bestücke und es wird immer lauter im Hintergrund. Also, für diejenigen, die den Bausatz bestellen, viel Spaß damit beim Löten, beim Einbauen und auch weiterhin. Also, macht's schwer gut, bis die Tage, ciao.